Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 8-Bit-Computer und wahrscheinlich auch die letzte Folge, denn es gibt nichts weiter zu tun. Wir haben den Computer fertig gebaut, wir haben einige Programme darauf geschrieben und im Grunde ist jetzt nichts mehr zu tun. Ja, also es ist im Grunde vorbei. Dementsprechend habe ich jetzt hier alle Sachen quasi in einen Ordner gepackt und auch schon hochgeladen. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr auf Android seid, auf iOS leider nicht, dann könnt ihr euch den Computer runterladen und die Sachen selber mal ausprobieren. Und ich mache dazu eben auch ein kleines Tutorial. Also unten in der Videobeschreibung ist halt eben ein Link. Dort kommt ihr dann zu allen Dateien, die ich halt gemacht habe. Darunter ist eine ZIP-Datei mit den Computermodulen quasi. Wenn ihr das herunterladet, dann könnt ihr hier in euren Dateimanager gehen unter Downloads. Dort gibt es dann hier diese Computerbauteile.zip und das da müsst ihr einfach nur entpacken, also einmal markieren und auf Entpacken gehen. Dann einfach entpacken und dann solltet ihr hier im internen Speicher unter Download einen zweiten Ordner haben, also Computerbauteile dann. Und dort sind dann die ganzen Sachen drin. Wenn ihr die dann haben wollt, dann geht ihr einfach wieder rüber zu Smart Logic Simulator, geht auf Create New und dann Import File. Und dann sucht ihr das am besten gleich von hier oben links auf Downloads. Dort ist dann der Ordner Computerbauteile. Und dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr importieren wollt. Und dann könnt ihr das einfach nutzen. Ich habe alles reingemacht, was ich selber gebaut habe. Also auch die sehr einfachen Sachen wie SR-Latch, SR-Flip-Flop und so weiter. Auch die ganz großen Module und natürlich den 8-Bit-Computer selber. Und an sich war es das. Ja, das war's mit dem Projekt, mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, dann kommt vielleicht noch ein Video dazu. Aber ansonsten war es das jetzt, das Projekt ist vorbei und dann schaue ich mich nach neuen Sachen um. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch hier mit auf die Reise nehmen durfte, euch Sachen erklären durfte, zum Beispiel wie ein 8-Bit-Computer dann am Ende funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt und tschüss.